Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Epic Battle Fantasy 3 von Shadowlord. Ja, im letzten Part haben wir uns weiter durch den Rock Beach gekämpft und haben erstmal APs gesammelt. Und ja, wir sind ganz stark erschöpft vor dem letzten Kampf. Allerdings werden wir auch etwa diese APs, die wir jetzt gelernt erhalten haben. 700 ist nicht gerade wenig. Erstmal in neuen Fähigkeiten aus, erstmal unsere Fähigkeiten mit verbessern. Unter anderem hier den Tundra. Und hier den Giebel. Wenn wir schon mal dabei sind, noch mal den Schwimmer. Und dann sind wir auch schon mal mit... Was Beispiel trifft schon mal leer. So schnell kann es gehen. So, Natalie bekommt auch gleich hier den neuen Eiszauber. Sehr schön. Was kriegt sie dann jetzt noch? Was brauche ich liefer noch? Also, nicht genug AP. Gut, dann würde ich mal sagen... Den neuen Toxin? Nee. Was mache ich denn bei ihr? Packen wir einfach mal, verbessern wir einfach hier den Eis und den Feuerzauber. Oh gut, das sind wir mit Natalie auch wieder leer. Oh, so schnell kannst du, das geht so schnell immer. So, dann erstmal hier. Airstrike, eine meiner Lieblingsfähigkeiten. Ja, die ist so geil. Dann Medipack auf Level 3. Und wir bringen ihn schon mal die Plasma Wave bei. Das haut rein, Leute. Und somit sind wir auch schon wieder beim Madlands ziemlich leer. Das geht immer so schnell. Voll gemein. So, dann überprüfen wir noch einmal kurz die Items, die wir haben. Dafür brauchen wir noch zwei, dafür brauchen wir noch einen. Ist ja schön, cool. Und erstmal laufen wir noch ein bisschen rum und höhen und heilen uns wieder ein bisschen. Denn diese letzten Kämpfe waren doch ganz schön hart, wie ich finde. So, das schon, ich denke mal, vielleicht sind wir auch schon voll. Ja, fast. Ich denke mal, das ist auch das letzte Mal, dass wir auch jetzt vor diesen Gebieten ein bisschen rumlaufen und wieder voll heilen können. Oha. Oha, 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 oha. Das ist böse. So, erstmal hier Tundra Needle auf. Nehmen wir mal die Divan. Vor die Bob. Ich hau erstmal die Spiral Crab weg. So, sag doch, ich hau sie weg. So, dann kriegt der nächste erstmal hier, Black Magic. Kriegt, hier, Thunderbolt kriegt er ab. Der Blue Jelly. Wollen wir doch erstmal den wegrotzen? Sehr schön. Und nun, last but not least, kommt nun... Was verpasst ihr denn? Double Shot? Das Holy Bomb. Ja, Double Shot einfach. Besseres hatte ich gerade im Moment nicht. So, diese Krabbe gräbt sich ein und verpasst erstmal Lance einen fetten Angriff. Na gut, aber so schön war es doch nicht. Und senkt 20% Magie. Und der macht erstmal einen Tremor-Angriff oder so. So gut, was habt ihr denn jetzt? Vielleicht Magic Attack Down. Na gut, dann kann er auch leben. Also bringt mir nicht viel, sagen wir mal so. So, Tremor habe ich ja extra noch gerade mal erhöht. Dann hau ich erstmal einen Tremor auf die drauf. Boah, das hat den weggefetzt. Yeah. Gut, da ich ja noch keinen Holy-Angriff habe, mache ich einfach wieder einen Lucky Star auf die Spirit, auf die Spinecrab. Und bumm! Och, das hat sogar ganz schön gut. Und Lance, was machst du denn? Ach ja, ich habe jetzt den Airstrike. Hau da mal den Airstrike raus. So, von Airstrike gibt es ja verschiedene Versionen, unter anderem diese hier. Drei Angriffe, die auf jeden Gegner gehen. Ja, vergesst das, Airstrike ist ja habe. Ah, verdammt. Ja, sehr schön, zwar kein Tentakel. Das ist eigentlich blöd, dass ich kein Tentakel habe. Auf die warte ich doch nur noch. Ah, wir sind noch zwei Truhen. Okay, das ist gut. Das ist auch nicht schlecht, aber ich brauche Tentakel. Na, was soll's. Werde ich schon eins noch kriegen. Schauen wir uns mal weiter um. Und hier haben wir auch wiederum das nächste Gebiet für den Typ dort. Ah, hier haben wir neue Klamotten. Red Jacket. Red Mage Jacket. Die mag ja überhaupt nicht. So, wollen wir erstmal hier gucken. Dann können wir uns einfach vorbeischleichen. Jawohl. Langsam können wir doch hier gut voran, hier was Items betrifft. Na, gehen wir mal hier durch. Ich glaube, ich hatte hier auch wieder einen geheimen. Jawohl, das zwei geheime Tristen sogar. Kisten. Oh, was ist das denn? Talisman. Okay. Warum brauchen wir das nochmal? Und hier. Okay. Nicht schlecht. Gut, sind wir hier jetzt auch soweit fertig. Und... Na gut, okay, das wollte ich jetzt so nicht, aber egal, geht mal hier rein. Aha, nicht schlechter Specht. Hier sehen wir auch wieder einige neue Gegner. Aber wirklich einige. Gut, aber wollen wir doch erstmal jetzt hier mit dieser Krabbe da kämpfen. Und... Huhuhui, das ist jetzt bitter. Gut, dann machen wir das mal so. Tactics, Order, Lance. Und Lance haut jetzt erstmal mit seinen Airstrike... eines Spirit Crabs weg. Vielleicht sogar beide, wenn es wieder der Dreifache kommt. Jawoll. 3, 3.
Treffer auf alle Gegner. Und das hat zumindest die die Schleime weggehauen. Ist auch nicht schlecht. Dann mache ich jetzt einfach mal einen normalen Attack auf die Crab. Zwei Crabs. Das sollte auch wegschauen. Das sollte ich eigentlich außer Haut stellen. Auch schon weghauen. So rum. Oh Gott. Ich habe es manchmal schwer, mich zu artikulieren. All das Gefühl. So, mach auch einen Lucky Star. Kommen wir jetzt mal auf die Spine Crab. Würde ich mal sagen. Und um. Wie gesagt, der Airstrike, wie ihr sehen könnt, kann ganz schön reinhauen. Ich mag den Airstrike total. Was macht der jetzt? Wahrscheinlich macht er. Ja, der heilt sich. Aber wahrscheinlich nicht um. Boah, krass, wahrscheinlich um so viel. Aber der hatte mich als Besseren belehrt. Mal sehen, was war nochmal seine Schwäche? Thunder and Ice. Sehr schön. Da hole ich doch einfach meinen Tundra raus und hau ihm das Leben weg. Hoffe ich zumindest mal. Jupp, aber sowas von. Yeah. Und zweite Welle. Nö, nicht. Cool. Ja, endlich, der letzte Tentakel. Wir können nun endlich uns, die nächste Quest machen, Quest abschließen. Allerdings werde ich, bevor ich noch gegen Gegner kämpfe, werde ich mal allgemein unsere Ausrüstung ein bisschen aktivieren. Captain's Head, Water Resistance, na gut, ist eigentlich ziemlich gut. Water Resistance, wo wir gerade hier sind. Natalie, da können wir schon mal die Defense ändern. Holy und Freeze. Packen wir doch mal hier, wir machen mal hier das hier. Und vielleicht noch, was ihre Heilungsfähigkeiten boostet, Tinten. Lance kriegt auch mal eine neue Ausrüstung, Klamotte. Die teilen sich in Lance und Matt teilen sich ja die Klamotten. Nö. Also eigentlich kann Lance das mal behalten. Raptor behalten wir auch erstmal. Na gut, hat jetzt nicht so viel geändert. Aber dennoch genügend. Und die haben hier das Shift Crow, okay. Gut, bevor ich dann erstmal hier angreife, Order, Lance, Backup, Airstrike auf den Blue Clay. Mal sehen, ob wir wieder die dreifache Version kriegen. Ist ja cool. Jawohl, ja. Und. Okay, den Blue Clay hat's erwischt, erledigt. Die Swift Crow liegt wahrscheinlich noch zu gerade eben. Komm, Lance, machst du es eben. Zeig doch. Und die Krabbe kriegt erstmal einen gewaltigen Gewaltmacht des Donners zu spüren. Würde ich mal sagen. Juhu. Und überlebt. Okay. Hätte ich nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Ich höre gerade, wir haben eine ganz andere Kampfmusik wieder. Auch nicht schlecht. Wir sind leicht veränderte. Na gut, dann machen wir mit Matt den Rest. Zack. Tot. Gefällt mir. Und zweite Welle. Zweite Welle. War ja klar. Sehr schön. Dann machen wir es mal so mit Tactics. Lance wieder. Der Erstzweig ist wirklich einer der möglichsten Angriffe, die Lance zu bieten hat. Glaubt's mir, Leute. Und da haben wir jetzt mal die andere Version davon. Anstatt einfach alle dran zu greifen, greift dieser nur einen an. Kommt halt auch mal vor. Gut, dann machen wir erstmal hier einen Eiszauber. Das war ja Eis, oder? Ja, Water Eis. Bomb. Hauen wir nun diesen Clay weg. Zack. Bumm. Sehr schön. Dann werde ich jetzt erstmal gleich. Was ist das dann? Ich hau, glaube ich, erstmal Poison Needle-Angriff auf den da. Und Natalie verpasst den dort hier einen geballten Eisangriff. So, Tactics, Bushido, Needle auf den da. Hau ihn weg. Na gut, nicht ganz. Aber so gut wie. Jetzt kann er schon mit Kraft 3. So, dann Eis war das ja. Feuer, Eis, Thunder. Kommt erstmal eine neue Eiszauber. Und. Boom. Brute. Yeah. Neue Medaille dafür, dass sie genug Schaden verursacht haben an einen Gegner. So, und dann macht Lance Medipack auf sich. Einfach weil er das Sprezozentual gesehen den meisten Schaden gefressen hat. Und die Krabbe wird dann gleich durch den Gift sterben. Will ich jetzt auch noch Lance den Angriff? Nö, geht natürlich Natalie. Also hier der Giftschaden und BUM! Sehr schön. Gefällt mir. Und für die zwei der zweiten Welle. Oh ja. Das ist mehr als so eine zweite Welle. Gut, dann wieder Tactics oder Lance. Backup, Airstrike auf den Blue Clay. Hoffentlich ist die 3er-Version. Nö, wieder eine einzelne. Kann ich auch noch mitleben. Aber hat dafür den Blue Clay mal weggefetzt. Gefällt mir. So, dann machen wir doch einfach mal einen Bushido, einen Quinslash. Und Katzen haben das Schild verloren und sogar eine ist vergiftet. Gefällt mir. So, und dann kriegt ihr da hinten erst einmal die Quali hier einen gewaltigen Donnerangriff. Würde ich mal sagen, oder? Jawoll. Hat sie voll weggefetzt. Und was macht die Katzen?
Ah gut, die haut es nett. Die haut Matt. Der, oh, die sind beide vergiftet mit Grad 1. Cool. Gefällt mir. Und die haut mit ihrem Richtungsschild auf Natalie. Okay. Boom. Sehr schön. So, dann haben wir hier den Bushido. Nochmal Windslash. Und zack. Sind die Kätzchen tot. Und die kriegt auch Schaden. Cool. Wie interessant. Komischerweise. Was soll's. So, und dann hauen wir auch jetzt mal diesen Gegner weg. Und für den Fall, dann, dass wir eine dritte Welle haben, ist der Lance als nächstes dran. Sehr schön, gefällt mir. Yeah. Nein, keine dritte Welle und schöne Sache. Sehr schön, dann holen wir doch erstmal jetzt hier diese Kiste dort. Horror. Ah, wahrscheinlich, weil wir eine gewisse Anzahl an Gold zusammengefarmt haben. Und dieser Pirat lässt uns nicht vorbei. Away with you, or only five warriors that 20 medals may enter beyond here. I'll make certain of it. Redbeard. Kein Problem, Redbeard. So, ich würde mal sagen, was machen wir denn jetzt? Hier können wir noch nicht runter. Was mache ich denn jetzt? Ich bin gerade schärfer nachdenken. Wir haben genug Medaillen. Wir könnten wieder ein paar Quests abschließen. Ich denke mal, ich werde mal kurz auf Kamera zu den einzelnen Questleuten zurückgehen und die ersten paar Quests mal wieder abschließen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich, wenn ich wieder bereit bin, euch zu zeigen, wo ich bin. So, hier haben wir schon mal die erste Möglichkeit, unsere Quests abzuschließen. Du Gott, Items. Ah, cool. Paar Integrants halt. Cool, hier ist some random crap. I found Ryan on the beach. Ja, sagt sogar. Einfach ein zufälliger Scheiß. Na gut, okay. Dann mal gucken. Ich glaube, wir könnten noch eine weitere. Ja, die konnten wir auch abschließen. Bin dran voll von vorbeigerannt. Cool. Echt geil. Na gut, dann würde ich mal sagen, renn ich doch gleich mal zurück, oder? Nein, warte mal kurz. Ich mach's anders. Ich mach das jetzt anders. Ja, anders, anders, anders. Thomas anders halt. So, ich gehe in die Stadt und hole mal eben das Sunday, um die andere Quest auch abzuschließen. So, dann machen wir es mal eben so. Wie gesagt, ist eigentlich nicht so notwendig, aber ab und zu mal gar nicht mal so falsch. So, dann haben wir das Sunday dabei. Eins reicht schon. Das, und dann können wir auch schon wieder gehen. So, und dann werde ich mal kurz danach in das Gebiet gehen, wo ich die 10 Medaillen brauchte im Wald. Das sollte nicht lang, bis ich da bin. Wir sehen uns dann gleich dort wieder. So, und da sind wir auch schon in dem besagten Gebiet. Wie ihr sehen könnt, ist der Ritter automatisch verschwunden. Und wir werden dann gleich mal direkt hier reingehen. Ja, und hier gehört auch keine Musik. See, who read this shall enter the field of the fallen heroes. Nö, passt schon. Strange looking place. Looks like a last minute addition since there's no background. There is. Guess there was no, there's gonna be a lot more secrets area like this. Better keep a look around or look out of them. I wonder if you have enough medals for the auditor. Looks, took enough effort to just get here. Das stimmt. Allein diese Münzen reichen schon aus. So, hier finden wir vor allen Dingen halt besondere und seltene Items. Weniger die Sachen mit Quests verbunden sind. Zum Beispiel auch hier das Swift Brand. Eine Waffe für Matt, die halt für Windangriffe zuständig ist. Dann auch hier eine spezielle Klamotte, zum Beispiel Zelt Ingredients und eine Klamotte für Cat-Kostüm. Willkommen, Cat. So, was aber auch interessant ist, hier haben wir auch Kämpfe gegen Gegner, die noch gar nicht vorkommen können, teilweise. Und diese Gegner sind teilweise auch ziemlich hart. Deswegen ist es manchmal nicht falsch, wenn man erst zu einem späteren Zeitpunkt hier hingeht. Ich bin aber schon mal so wagemut. Ich gehe jetzt schon mal hier drin. Und hole jetzt schon mal. Hier ist mal hier der White Bush. Ich bin noch gar nicht. Den White Bush. Der White Bush. Bin noch gar nicht hier begegnet. Und yeah! Der Fireball haut rein. So, machen wir mal hier ein Chart im Backup. Scannen wir mal den White Bush. Mal sehen. The Dark Fire Poison Earth. A timid creature will hidden under the snow. Schnee? Ja, in der Schneegebiet kommen wir auch noch, Leute. So, wir können ja schon mal sagen. Der Bushido, Needle und White Bush. Weggefetzt. Sehr schön. Hier haben wir dann auch. Uha. This looking pretty high tier for. Hope not disappoint. Oh ja, da hast du recht. Denn das sind Erdelementare, Leute. Und die sind echt gemein. Nehmen wir mal, der Feuerzauber sollte eigentlich, ja, das Feuerzauber sollte eigentlich auch rausreichen. Werden wir jetzt sehen. Verdammt, hat nicht das gereicht. Gut, dann mache ich einmal kurz eine. Na gut, eigentlich ist es egal, wie jetzt das Geld oder später. Mache ich jetzt mal einen Airstrike und hoffe mal, dass jetzt der Dreier Airstrike kommt. Jawohl, denn die Viecher sind auch anfällig gegen Erdbombe.
wie ihr jetzt schon sehen könnt. Und ich glaube, es hat noch schlecht gegen Eis. Aber die müssen forscht aus sein. Diese Gegner sind verdammt hart, wie ihr sehen könnt. Also das kommt mal ganz selten vor, dass man nur einen Angriff macht und nur einen Treffer macht. Das ist zum Beispiel noch der andere, den sie haben. Eben eine Stechparade. Und das hat Matt beinahe weggehauen. Gut, dann würde ich mal sagen, erstmal einen Tundra auf den Earth Elemental. Und ja gut, das hat einen ziemlich guten Schaden gemacht. Dann einmal einen Eisschadangriff auf den Gegner. Und zerfetzt ihn. Jawohl, ja. Hat ihn erledigt. So, bevor ich dann einen Backup-Scan mache, möchte ich einen Backup-Midi-Back für Matt. Bevor der mir noch umkippt. Und das wollen wir ja nicht, Leute, oder? Sehr schön. Dann werde ich jetzt einfach gleich mal Tactics machen und Lancer als erstes benutzen, bevor wir die Kinder da weghauen. Und ja, hätte ich jetzt Matt nicht geheilt, hätte ich das unter Umständen umgebracht. Seht ihr? Diese Gegner sind ganz schön gemein. Ja, komm. Dann mache ich mal. Oder. Kommt man gerade mit Beedle? Weiß ich gerade gar nicht mehr so. Moment, man konnte sich nicht vergiften. Dann mache ich jetzt mal Tactics oder Lance und einen Scan auf Earth Elemental. Ich hoffe, dass es nur zwei Revellen waren, sonst wird es böse. Wind, Bomb and Ice. Use Blade and Earth Bomb Poison Attack. Bomb and Poison. Cool. Gut, dann machen wir hier White Black Ice Charge auf den Earth Elemental und hauen den von der Welt weg. Komm, ich will das. Und, jawoll. Haben wir mal sowas von. Ich hoffe, es gibt keine dritte Welle. Doch, gibt es. Und, What? WTF. Moment mal. Da stimmt auch was nicht ganz. Furt, Coffee, Lance. Ich hoffe, dass da keine AOE ankommt. Ich hoffe, dass da keine Attacke hat, die in die Angale geht. Ewig selber, ja. Level 20. Fuck off. Okay, das ist böse. Dann noch ein Shot. Ein Flameshot natürlich. Hoffen wir mal, dass er jetzt nur einen Angang läuft. Ja. Wieder auf Lance, hallo? Hat das irgendwas gegen Lance? Der ganze Kaffee verschwindet jetzt hier, ey. Na egal. Hauptsache, dass auch alle überleben. So, dann Natalie wieder. Black Magic, Fireball und den Red Bash. Hoffe ich, haut das jetzt um. Nee, es trifft nicht mal. Haha. Ach Gott, versuchen wir mal Oblivion. Vielleicht haut das jetzt. Ja, sollten wir kauen. Ich gehe mal lieber auf Nummer sicher. Und zerfetzt. Jawoll. Geht ja lieber mal auf Nummer sicher, nicht, dass der Flameshot nicht ausweicht. Und das war es hoffentlich der letzte. Jawoll. Ich war Level ab, aber oh, gute Erfahrung gegeben. Naja, okay. Nicht so wirklich die beste Auswahl, Leute. Aber egal, wir haben es geschafft. Und wir haben hier so, wir finden hier eine Skill. Siphon. Das ist eine echt wichtige Skill. Und noch eine Grabblume. Na also, haben wir doch mal eine gute Ausbeute gehabt, finde ich. So, liebe Leute, dann will ich mal sagen, im nächsten Part werde ich wieder am Strand sein und an derselben Stelle, wo ich gesagt habe, ich gehe wieder zurück. Ich wünsche noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ihr es wollt. Macht es gut!